Ich gebe mir Mühe. Lass dir nicht so viel Zeit mit dem Gefängnistransporter. Nee, machen wir jetzt gleich. Der zweite Sohn. Ah, ein neuer Guerriero. Glaubst du aber? Also der Raketenrucksack ist mega gut. So, also wir sollen einen Gefängnistransporter klauen. Wie üblich ist keiner da, wenn man einen braucht. So. Dann lass mal gucken gehen. Wo kriege ich, wird mir das vielleicht hier irgendwie angezeigt? Ah, zwei Einrichtungen können gebaut werden. Na komm Leute, das machen wir, wenn wir schon hier sind. Guapo. Kommst du wieder mit oder was, Boy? Das Militär hat ihn auf den Truck geworfen. Wir haben es versucht. So, bei dir kann ich bauen, wa? Versteck, Guerilla-Stützpunkt. Stattet die Guerilla-Kämpfer mit besseren Waffen und einer besseren Ausbildung aus. Ja, das macht ja Sinn, ne? Fischerhütte. Lerne in Angelbroschüren etwas über die Fische, die in Jahresgewässern leben, um Angelgebiete zu entdecken. Okay. Haben wir hier? Mit leerem Magen soll man nicht kämpfen. Ich besuche die Kantine und tausche Tier und Fleisch gegen Mahlzeiten ein. Ah. Baue Unterkünfte für Einsatztruppen von Los Bandidos. Und Jagdhütte. Kauf Jagdbroschüren. Okay. Und das? Dieses Bauvorhaben bietet Zugang zu einem Wingsuit und ermöglicht dir beim obersten Speer Versteck im ganzen... Na, dann lass doch mal das bauen. So, Wingsuit haben wir schon. Was kann ich bei dir noch sonst so machen? Ah, hier kannst du so Verstecke. Alles klar, verstehe. Kaufen, um Standort des Guerillas-Verstecks aufzudecken. Ah ja, okay, da brauchen wir wieder die Pesos. Okay. Alles klaro. So, was können wir noch bauen? Ach, können wir nur die zwei Sachen bauen hier? Guerilla-Stützpunkt und... Alles klaro. So, pass mal auf, weil da drin steht doch noch eine Werkbank, ne? Ja. Können wir denn irgendwelche Verbesserungen? Ich hätte gern halt noch hier so ein Zielfernrohr. Kann ich da nichts draufbauen, sag mal? Talisman. Da baut den mal dran. Die zwei Kugeln sehen cooler aus. Schnelles Nachladen. Weichzielmunition, Impro-Laserpointer. Ach, die kann ich aber nicht ändern, ne? Das ist schade. Kann ich auf die noch was draufpacken hier? Optikfeld. Ah, da kommen wir der Sache doch schon näher. Viermal Mittelstreckenoptik mit Präzisionsvorrichtung. Ja, dann installier das mal bitte. Dass ich wenigstens mal eine Wumme habe mit Schalldämpfer. Wir haben hier noch eine. Kann ich die nicht auch irgendwie? Mit einer besseren? Nein, da brauchen wir jetzt wieder. Alles klar. So, dann lasst uns mal jetzt hier so ein Dings klauen. Ah, Schwein, du stehst im Weg. Schwein. Guapo rennt einfach durch. Schwein, ich komme hier nicht raus, wenn du hier stehst. Geh mal weg da. Danke. So, jetzt aber. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Alright. Dann. Tori, Fili schickt dir ein Bild von dem Truck, den wir brauchen. Ah. Kannst du das nicht selbst schicken? Das würde ich, wenn dieses scheiß Telefon machen würde, was ich... Was für ein Typ. Oh, das ist jetzt eh beschädigtes Fleisch, ne? Wollte das nur mal mit dem Fleisch ausprobieren. Ach, da kriege ich gar kein Fleisch. Ja, super. So, pass auf. Wir müssen auf unser Telefon gucken. Ja, so sieht der Truck aus. Das weiß ich selber. Aber die finden wir ja hier nicht. Kann ich irgendwohin schnell reisen? Kontrollpunkt Rang 5. Hier haben wir auch noch. Schatzsuche. Versteckt Trova.
Doch da kann ich hinreisen. Absprung ist in Reichweite einer Flugabwehranlage nicht möglich. Sollten wir vielleicht auch erstmal das Ding da unten platt machen? Ich meine fast, oder? Ja, ich glaube, wir machen erstmal das Ding da unten ein bisschen platt, dass wir die Karte auch ein bisschen aufgedeckt kriegen. Pass mal auf, da hole ich mir. Ich kann mir doch ein Auto rufen. Du bist nicht nah genug an einer Straße. Okay. Na gut, wir sind halt auch im Guerilla-Versteck, ne? Ja klar, dass die nicht direkt an der Straße liegen. Oh, ein Panzer. Den muss ich mir unbedingt sichern. Ich will nämlich einen Panzer haben. Also nicht den Panzer jetzt, sondern einen Panzer. So, kann ich mir jetzt eins holen? Ich will nicht laufen. Ich auch nicht. Da kommt er. Jo, kannst aussteigen. Hier ist sie wieder. Danke dir. Sogar die Einschusslöcher sind geflickt. Ein Traum. Danny, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Sie heißt Yami. Sie ist der Juan Cortez der Autos. Mit zwei von euch kommt nicht klar. Juan hier, Juan da. Da ist so ein Auto. Was ist mit dir denn? Du bist über... Hast du es gesehen? Komm, Guapo, den holen wir uns. Der ist da knallhart drüber. Ich wollte eigentlich wieder was ganz anderes. Das ist auch schlimm in so Spielen. Ich lasse mich ständig ablenken. Ja, super. Danny, super. Hab einen. Carlos, ich hab den Truck. Gut. Hol mich an der Tankstelle ab. Bin unterwegs. Wo ist denn die Tankstelle? Da oben. Die Einschusslöcher da vorne drin sind auch geil. Richtig nice. Pass auf, wir machen mal hier, oh Gott, wie weit müssen wir denn da fahren? Hier hoch müssen wir. Alles klar. Ich würde ihn ja selber fahren lassen, aber... Erstens fährt er mir ein bisschen arg langsam. Sichere das Konvoi-Fahrzeug oder stillgeladene Lagerressourcen. Ah, okay, kann ich auch. Ja, mein Gott, nee. Was denn los mit euch? Toll. Entschuldigt mich bitte, ich muss die Karre kurz reparieren. Ganz schön was abbekommen. Da. Ich muss Carlos abholen. Ich weiß, dass du Carlos abholen musst. Ich musste aber erst die Karre hier reparieren. Ist halt auch nicht mehr der modernste Truck. So, Abfahrt. Oh. Ja, Entschuldigung. Ja, man deckt hier halt auch beim Rumfahren Sachen auf, ne? Macht Sinn. Ach, da vorne wäre auch so ein Truck gewesen. Guck mal, ja gut, wenn wir jetzt halt eine ganze Menge sehen, ne?
Den hätten wir uns einfach da wegnehmen können. Oh, Hühner auf der Straße. Achtung. Das ist schon schön gemacht, die Map. Also da kannst du nichts... Oh, schon wieder Hühner. Ich will da nicht drüber fahren. Ja, mein Gott, ich weich den Hühnern aus. Entschuldigung. Carlos, bin gleich da. Gut, bring den Truck in die Garage. Wird gemacht. Alles klar, Truck in die Garage. Das Auto soll da rein? Also der Truck soll da rein? Bist du dir sicher? Na gut. Passt anscheinend doch rein. Alles klar. Wow, ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Und schon sind wir hinten. Das ist das erste Mal seit dem Ausbruch, dass ich hierher zurückkomme. Meine Kinder sind hier früher zur Schule gegangen. Wie lange hast du gesessen? 8 Monate, vielleicht länger. Ich habe 18 Stunden am Tag auf den Feldern geschuftet und das Gift geatmet, das einem den Verstand vernebelt. Puh, klingt grauenvoll. Ja, aber ich hatte Miguel. Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben. Stimmt, du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Hab ihm Boxen beigebracht. Er wäre Senor Yara geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Wie habt ihr es rausgeschafft? Camila hat sich eines Nachts eingeschlichen und 3 Wachen aufgeschlitzt. Sie hat 2 Kugeln eingesteckt, eine Geisel genommen und Fili und mich rausgeholt. Oh ja, klingt nach Espada. Ganz mein Mädchen. Aber sie konnte Miguel nicht finden und der Aufruhr wurde immer größer. Also haben wir ihn mit 4 anderen zurückgelassen. Ich hoffe, er hat es irgendwie geschafft. Wir kommen näher. Klappe halten. Alles klar. Also dann holen wir doch Miguel da mal raus, oder? Wahrscheinlich wieder eher laut wie leise. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung, die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Ja, da, das war's. Wir gehen. Geh, ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die Scheißarmee. Ist schon okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Sweat it. Alles klar. War ja wieder klar, dass das so ausgeht. Der Binger. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. Ja, ist richtig. Ach, Guapo ist auch da. Ich sehe dich, Ingenieur. Komm schon. Komm schon. Sind nicht besser als die Verdacht. Wenn sie Erfolg haben, wird der Rest von Yara wilden und sterben. Seid wachsam. Unsere Zukunft wächst auf diesen Feldern. Na, erstmal gucken, ob wir hier irgendwo rauskommen, ohne dass die uns sehen. Das war gar nicht schlecht. Würde ich behaupten, das war gar nicht schlecht für meine Skill. Da oben läuft noch einer. Wir haben einen Sunny.
Schießpulver. Sehr gut. Gabriel Castillo tot. Präsident Gabriel Castillo wurde heute Morgen für seine Verbrechen gegen das jaranische Volk hingerichtet. Santos Espinosa, unser tapferer Anführer, der diese Exekution anordnete, war dabei persönlich zugegen. Das Schicksal von Castillos Frau und Sohn ist weiter ungeklärt. Okay. Dein Sohn Diego hat gar keinen Bock auf deine Fußstapfen, haben wir schon gemerkt. Shit, das war knapp. Da ist es wieder. Ich wollte eigentlich den Alarm ausschalten, aber... Okay, die zwei kommen von da vorne. Okay, komm her. Ey, das war gar nicht schlecht. So leise bin ich, glaube ich, habe ich noch nie geschafft bis hierhin. Oh Gott, die sind tot. Oh nein, ey. Okay, jetzt aber schnell den Alarm weg. Hoppla. Du rufst keinen Alarm ab. Deaktivieren. Komm. Sehr gut. So, wo rennt die Sanitäterin? Die rennt da. Brauchst nicht mehr so zu rennen, die sind alle... Wo rennt die denn lang? Ach, hier rein, ne? Nee. Die ist draußen. Ach nee, da ist nur ein Alarm. Oh, gut, dass ich den sehe. Da ist aber noch irgendwo einer. Ach nee. Du bist hoffentlich Miguel. Wer will das wissen? Ich. Danny. Carlos Montero schickt mich. Wo ist die Karte? Wir brauchen einen Schlüssel. Sieh mal im Wachraum nach. Alles klar. Wo ist der Wachraum? Scheiße. Ich muss den Schlüssel finden. Ja, ist richtig. Da oben ist auch noch ein Alarm. Oh Mann. Das ist richtig, da stimmt was nicht. Wir haben aber viele Alarme hier. Da ist der Schlüssel. Aha, hier ist der Wachraum. Guapo, ich hab ihn. Kann nichts passieren. Jetzt befreie ich Miguel. Ist richtig. Die Sanitäterin rennt halt auch da unten einfach so rum. So, Miguel. Lass uns schnell von hier verschwinden. Würde ich auch sagen. Carlos.
Ich habe Miguel gefunden. Gute Arbeit, Turi. Dann hol ihn jetzt da raus und wir treffen uns an der Tankstelle. Okay. Wie komme ich hier? Etwas weiter. An der Tankstelle. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber du musst mir vertrauen. Alles ist gut. Kehre zu Miguel zurück. Wo ist denn Miguel? Warum steht denn da oben rum? Junge, was ist los mit dir? Komm runter. Wir müssen los. Achso, hat sie eine Knarre geschnappt. Zu Miguel zurück. Ich werd verrückt. Warum ist denn der Kasper nicht eingestiegen? Was ein Dödel. Ich kann so nicht arbeiten. Ihr müsst schon ein bisschen Carlos mitmachen. Hat er dich aufgenommen. Dir Boxen beigebracht und sowas. Ein Scheiß hat er. Ich hab's ihm beigebracht. Wie lange kennst du Carlos? Ein paar Tage. Steig ein. Carlos freundet sich nicht mit Außenseitern an. Guapo, du läufst wie immer. So. Wartet Carlos allein oder ist da noch jemand? Acere, du stellst viele Fragen. Nur er. Wir sind fast da. Ja. Da ist er, Senor Yara. Los, komm rein. Ja, Bruder. Ich wusste, du kommst mich holen. Wiedersehensfreude. So muss das. Du siehst fertig aus. Ich dachte, eure Vorräte wären rationiert. Du Drecksack. Noch trocken. Das ist gut. Ich trinke seins. Miguel. Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geholt habe. Ich hab's versucht. Ich hätte dich niemals vergessen. Hör auf mit dem Scheiß. Wir wollen alle nur überleben, Bruder. Genug geredet. Gib mir diese scheiß Gitarre. Das war gut, Turi. Am Anfang wollte ich dich einfach wie ein Krokodil häuten, aber jetzt bist du auch ein Montero, Dani. Gracias. Also, sag ich jetzt auch Papa? Halt's Maul und trink. Der Hund ist so süß. So. Einsatz abgeschlossen. Alright. So, dann lass mal gucken, was können wir denn eigentlich hier machen? Du solltest deine Ausrüstung auffrischen. Das ist richtig. Ich bin Lola, alias die Göttin der Waren und des Tratschs. Ich verkaufe alles auf dem Schwarzmarkt, von Knarren bis zu Klopapier. Und zwar nicht dieses einlagige Dreckszeug. Meine Produkte sind Premium-weich, Baby, und ich verkaufe dir gerne alles Mögliche. Aber Yara hat ein Problem, das wir nicht ignorieren können. Es gibt etwas Übles auf dem Markt. Castillos Tenientes haben ein paar tödliche neue Waffen entwickelt. Und ich weiß, wo sie sind. Wir gehen rein, klauen die Scheiße und sind ruckzuck wieder raus. Rüste dich aus, such dir ein Ziel und ich bring dich mit meinem Taxi hin, Guerriero.
Ah ja, okay, das kennen wir ja auch schon aus New Dawn. Und bei ihr kann ich dann wahrscheinlich auch Waffen kaufen. Schrotflinte. Moneda. Okay, die werde ich dann wahrscheinlich durch ihre... Ich bin Lola. Ja, ich weiß, dass du Lola bist. Alles klar, okay. Da werde ich dann wahrscheinlich bei ihr... Was ist bei ihm? Okay, Mijito, so sieht's aus. Ich bin hier in der Gegend der Hahnkampf-Champion, klar? Gordito und ich wären fast ungeschlagen in Rente gegangen. Aber dieser Hijo de puta Ramon hat in unserem letzten Kampf mit seinem Steroidvogel beschissen. Dieser Sack. Als er dann gewonnen hat, musste ich ihm Gorditos Lieblingssporne geben. Und jetzt ist mein kleiner Kompai traumatisiert. Er isst kaum was. Seine Federn sind glanzlos. Ich darf ihm noch nicht mal die Nägel machen. Du musst ihm die Sporne zurückholen, okay? Bitte, Papi, bitte. Ah, alles klar, okay. Ah, echt jetzt? Da können wir auch Nebenmissionen machen. Alright, Leute, dann lasst uns mal gucken. Was haben wir denn jetzt noch hier für Einsätze? Einsatz, hilf mir. Okay, dann machen wir die als nächstes, würde ich sagen. Wie konnte ich nochmal die Begleiter? Fahrzeuge, Sammlung, Arsenal. Okay, hier neue Sachen. Ja, natürlich die hier. Okay, da hätten wir die. Hier eine geile Schrotflinte. Aber ich glaube, ich behalte trotzdem die. So, Amigos. Genau, bei Amigos war es. Wegschicken. Die anderen haben wir leider noch nicht. Lautloser Amigo. Ah, das ist wahrscheinlich der Hahn, wenn man die... Ah, ich verstehe. Wir haben nur tierische Begleiter, ne? Okay. Triff Espada in Siniestra. Sie wollte, dass ich zum Hafen gehe. Aber warte mal, hier gibt es auch noch einen Auftrag, den wir... Du willst doch keine Zicken machen, Scheißding. Guck mal, wer da ist, Chorizo. Jetzt sind wir gute Freunde, oder? Bist doch nicht mehr sauer, weil ich dich beinahe hochgejagt habe. Hm? Wir müssen jetzt in die Zukunft blicken. Und in deiner Zukunft sehe ich ein Militärfahrzeug. Mit Spezialmunition, Spezialwaffen und Spezialsoße. Und das will Fili alles haben. Ich plane gern voraus. Und ich habe große Pläne, um die Montero-Feuerkraft aufzupolieren, okay? Der erste Schritt ist dieser Wagen. Sie beladen ihn im Yachthafen Ocaso. Bring den Wagen in einem Stück zu mir, Held. Ich habe große Pläne, Mann. Okay. Suerte. Bring ihn mir und dann reden wir. Du musst in die andere Richtung. Genau. So, also, dann holen wir jetzt mal den Wagen, oder? Moment, falsch. Okay. Im Yachthafen. Müssen wir nicht in den Yachthafen? Da war doch was, dass wir sowieso in den Yachthafen müssen. So, wir gehen jetzt erstmal da runter zur Straße. Und dann holen wir uns unser Auto. Und dann würde ich sagen, ab zum Yachthafen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, diese kleinen Lags, die zwischendrin immer sind, kommen tatsächlich vom Speichern vom Spiel. Da kann ich leider nichts machen. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre am Aufnahmeprogramm, aber nee, es liegt am Spiel selbst. Ja. Alles klar. Dann hätte ich gerne meinen Wagen. Den Weg laufe ich nicht. Den Weg laufe ich nicht. Da kommt er doch. Jo, alles klaro. Ich danke dir vielmals. Niemand geht zu Fuß in Yara. Hier für dich, Guerriero. Danke dir. Muchas gracias. Muchas gracias. Dann würde ich sagen, Abfahrt.